Hallo und herzlich willkommen bei den Maltisch am Mittwoch Tutorials, den Mamtus. In dieser Videoserie zeige ich euch Bemalanleitungen, wie ihr eure Miniaturen mit relativ einfachen Schritten und auch ein paar kleinen Spielereien so verfeinern könnt, dass sie auf dem Spieltisch richtig gut aussehen. Es sind Techniken, die ich selbst auch einsetze, um meine eigenen Armeen zu bemalen und genau so auch aus der Praxis gegriffen. Sowohl einfache als auch etwas anspruchsvollere Techniken werden bei mir umgesetzt und Schritt für Schritt erklärt. Wenn ihr Bock habt auf so ein Tutorial, dann bleibt dran. Im Titel habt ihr ja gesehen, worum es heute geht, und ich würde sagen, das Tutorial gibt es direkt, wie immer, nach dem Intro. Wir bemalen heute gemeinsam diesen Alarus Custodium, Prätor des Imperators, einer der 10.000, in seiner Cataphracti Terminator Rüstung mit seinem bordeauxroten Waffenrock, Kristallen und Juwelen auf der Rüstung und alles das in einem etwas Rot-Gold, was sich vom Gelb-Gold des Games Workshop abhebt. Und wenn ihr Bock auf dieses Modell habt, bleibt doch einfach beim Tutorial dabei. Nachdem ich die Modelle zusammengebaut habe, grundiere ich das Ganze erstmal in Aberdeen Black. Wichtig hierbei ist, dass ich für den Paintjob die Helme bzw. die Köpfe separat lasse, dass ich hier auch wirklich alle Stellen mit Farbe erreiche und nicht vielleicht irgendwelche komischen unschönen Farbschmierer hier hinten auf der Rückseite des Kopfausschnittes habe, würde ich euch auch empfehlen. Am besten könnt ihr natürlich hier den Kopf an einem Stück Gussgrad dran lassen, da hält er, bis ihr ihn dann auch wirklich hinterher abknipst. Und die Farben, die ich für dieses Tutorial verwende, sind Vallejo Model Color 70 859 Black Red und Game Color 72012 Scarlet Red. Corn Red, Mephiston Red, Wild Rider Red, Troll Slayer Orange, Avaland Sunset, Cantor Blue, Alaytok Blue, Fenrisian Grey, Ulthuan Grey, Sotek Green und Sybarit Green, Celestra Grey, Palette Witchflesh, White Scar, Aberdeen Black, Ashin Grey, Dawnstone, Administratum Grey, Balthazar Gold, Rune Lord Brass, Lead Belcher, Rune Fang Steel, Dryad Bark, Doombull Brown, Tusk Gore Fur, Reikland Flesh Shade, Agrax Earth Shade, gemischt 1:1, also zu gleichen Teilen, mit Lamihan Medium, um einen Soft Tone zu erstellen, genauso wie Nullen Oil und Drakenhof Nightshade als Soft Tones. Dann benötigt ihr noch Art Coat, den Glanzlack von Games Workshop. Ich befestige die Miniatur auf der Base mit Army Painter Super Glue und nutze für den Paint Job einen Shade M von Citadel, einen 6er Trockenbürstpinsel von AK Interactive und einen Lupri 2.0 Master Dreikant Rotmarder Golinski, genau wie einen Lupri 2er. Und wir beginnen ganz am Anfang mit der schwarz grundierten Miniatur. Ich nehme zunächst Balthazar Gold und trage dieses einmal komplett über das ganze Modell, über die komplette Rüstung auf. Hierbei nutze ich zwei relativ dünne Schichten, da die Metallfarbe über dem Schwarz den besten Effekt erzielt, aber natürlich auch nicht hundertprozentig deckt. Deshalb einmal komplett über die Rüstung zwei Schichten auftragen. Das Modell sieht danach so aus, shiny shiny, und wird erstmal mit einer Schicht Reikland Flash
Shade komplett benetzt. Hierbei ist zu achten, dass sich keine bösen, üblen Farbpools an manchen Stellen bilden, da diese das Farbergebnis hinterher negativ beeinflussen würden. Und ihr könnt die komplette Rüstung hier mit dieser Farbe zumatschen, um dem Balthasar-Gold direkt einen rot-goldenen Charakter zu geben. Nach dem Shade sieht das Modell so aus und ich bürste jetzt einmal das Modell mit Balthasar-Gold trocken. Das ist ein, wenn ich es klassifizieren müsste, ein Medium-Dry-Brush. Also ich achte darauf, dass in den Vertiefungen das Reikland-Flash-Head natürlich noch zu sehen ist. Nutze aber den Dry-Brush, um das Balthasar-Gold schon ordentlich aufzutragen, da dies ja so die Grundfarbe des kompletten Modells ist und dementsprechend auch noch gut erkennbar sein soll. Unter der nächsten Farbe, die wir gleich auch trockenbürsten werden. Gut ist es beim Trockenbürsten natürlich immer, gegen die Strukturen zu arbeiten und das Modell sieht danach so aus. Genau, mit Runelord Brass gebe ich jetzt ein, nicht Medium, ein leichtes Trockenbürsten. Auch hier wieder, ne, wie gesagt, gegen die Strukturen, um in den Vertiefungen nicht versehentlich mit dem Pinsel reinzubapschen und auch diese dann von der jetzt gebürsteten Farbe freizulassen. Das mache ich auch wieder am kompletten Modell. Und wenn das Ganze fertig ist, sieht es so aus. Jetzt nutze ich Rune Fang Steel, um noch ein ganz leichtes Trockenbürsten aufzubringen, um damit wirklich die Kanten zu benetzen, um diese schon mal für mich herauszupicken, die ich gegebenenfalls hinterher zusätzlich nochmal mit dem Pinsel schichten werde. Also ihr seht hier zum Beispiel an den Schulterplatten oder vorne an dem Frontausschnitt der Rüstung immer so da Trockenbürsten, wo Kanten sind, die hinterher etwas im Licht glänzen sollen. Das Ganze mache ich komplett über die Rüstung, am Misericordium und auch an der Axt, denn eventuell, wenn ich da nicht zu sehr übermale, kann ich diese gebürstete Goldschicht schon als letztendliches Highlight auf den Waffen nutzen und brauche da gar nicht mehr so viel dran machen. Nachdem ihr euch die Zeit genommen habt, ganz in Ruhe alle Details mit diesem leichten Trockenbürsten schon mal zu akzentuieren, kommen wir zu den Farben, die noch auf das Modell müssen. Da haben wir zum Beispiel als einmal Dryad Bark für den Lendenschurz und auch diese Ledergebamseldinger, die von den Schultern hängen, sowohl wie auch den Waffenrock und die kleineren Lederstellen am Griff der Waffe. Hierbei ist natürlich darauf zu achten, dass ihr nach Möglichkeit nicht mehr an die goldenen Elemente kommt, die ihr vorher bemalt habt, denn diese sollen eigentlich so bleiben. Deshalb nehmt euch eure Zeit und Ruhe und malt die Details ordentlich aus. Mit Corn Red male ich nur die Augenlinsen erstmal aus, da diese ja rot-rot sein sollen. Dabei kann man Wunder beim Augenwinkel anfangen und die Farbe nach hinten ziehen. Aberdeen Black nutze ich für das Gehäuse der Waffe des Belisarius Granatwerfers, für den Schaft der Hellebarde und auch für alle Elemente, die an diesen Waffen hinterher Silber werden sollen, da auch da es besser ist, Silber auf Schwarz zu malen, anstatt Silber auf schon irgendwie aufgebürstetes Gold zu malen. Nun nutze ich Ashen Grey für die sogenannte Soft Armor, Lead Belcher für alle Metallteile, Celestra Grey für die Kordeln und Cantor Blue für die Axt und die Juwelen. Nachdem dies durchgeführt ist, sieht das Modell so aus und ich nutze den Agrax Earth Shade Soft Tone, um die eben ausgemalten Farben alle einmal mit Shade zu benetzen. Hier ist auch wieder darauf zu achten, dass ihr das Modell nicht extremst drin ertränkt, sondern diese Farbe nur nutzt, um einen Schatten zu erzeugen. Während ihr schattiert mit dem Agrax Earthshade Soft Tone, könnt ihr die Kordel direkt auslassen, weil diese ja weiß sein soll und dann der Shade eher als Störfaktor
in Erscheinung tritt. Und auch hier auf dem Mantel hinten, es geht eher darum, die Fläche einmal überzulasieren und die Vertiefungen mit mehr Shade zu benetzen, als das komplette Modell so zuzuschütten, dass sich überall hässliche Pools bilden. Nachdem all dies getan ist, könnt ihr das Modell gut und gerne mal Stunde, anderthalb Stunden zum Trocknen liegen lassen. Sinn macht es natürlich auch, wenn ihr in einer Arbeitsstrecke arbeitet und vielleicht sogar das Glück habt, an dem letzten Modell angekommen zu sein, wo dann beim ersten vielleicht schon der Shade getrocknet ist. Die goldenen Elemente der Waffe shade ich auch noch einmal mit diesem Agrox Earth Shade, um das ein wenig optisch zur Rüstung abzuheben und lasse es, wie gesagt, trocknen. Nach dem Trocknen sieht das Modell so aus und ich kümmere mich erstmal um die tiefer liegenden Details, wie jetzt hier zum Beispiel die Soft Armor, diese gummiert aussehende, geriffelte Rüstung in den Ellenbeugen, in den Achseln und auch hinten an den Auslassventilen der Rüstung. Da nehme ich mir Ashen Grey und arbeite vorsichtig die Details einmal raus, diese höher liegenden Passagen, genauso wie die Schläuche am Helm, die hier noch etwas größer zu sehen sind. Der obere Schlauch einfach straight von rechts nach links und der untere Schlauch fast wie beim Trockenbürsten mit relativ wenig Farbe in einem flachen Winkel über den Schlauch gezogen und auch natürlich den Verbinder zur Rüstung unten angemalt, falls man ihn sieht. Dasselbe wird wiederholt mit Dawnstone. Hier achte ich darauf, dass ich die eher höher liegenden Stellen der Soft Armor erreiche und die unten unter dem Arm verschwindenden Elemente auslasse. Das Ganze auch wieder hinten an diesen kleinen Ventilationsöffnen mit vertikalen Linien. Und nicht zu vergessen auch am Helm. Hier nutze ich allerdings eine Technik, indem ich ganz kleine Linien auf den unteren Schlauch ziehe, um diese geriffelte Struktur wieder aufzugreifen und auch den Verbinder zur Rüstung benetze. Ein wenig Farbe. Und toppe das Ganze mit Nullen Oil Soft Tone, indem ich über diese ganzen grauen Elemente einmal drüber gehe, um die etwas ineinander optisch zu verbinden und die auch etwas dunkler wieder zu machen, damit sie nicht zu sehr aus der Rüstung hervorstechen. Nach dem Ashen Grey ist es Zeit für die Lederelemente. Diese bemale ich einmal mit Dried Bark vorab, um die erhöhten Passagen davon wieder damit zu benetzen. Die tiefer liegenden in den Schattenbereichen befindlichen Elemente lasse ich in dem geschadeten Dryad Bark durchscheinen und auch hier die Griffe der Waffen und die Scheide des Misericordian werden ebenfalls schon mal vorbehandelt, damit ich gleich da mit der nächsten Farbe weitermachen kann. Als nächstes nehme ich mir Doom Bull Brown. Hiermit nehme ich mir zum Beispiel an dem Lendenschutz erstmal die äußeren Kanten vor und male die einmal mit dem Doom Bull Brown an und ziehe dann kleine horizontale Linien über die Lederbänder, die diesen Lendenschutz darstellen, um eine Lederstruktur nachzuempfinden von vielleicht etwas älterem, gebrochenerem Leder. Mit Doom Bull Brown werde ich dann auch nochmal die Griffe der Waffen nachmalen und hier exemplarisch den Schritt wiederhole ich genauso nochmal mit Tusk Gore Fur, nur dass an den Kanten die Akzente weniger sind und auch die Striche, die horizontalen, etwas weniger werden. Das Ganze schließe ich ab, indem ich Reikland Flash Shade nehme und diesen einmal über diese Elemente drüber lasiere und jetzt abseits der Kamera diesen Schritt bei allen Lederelementen einmal durchführen werde. Dann sieht das ganze Modell so aus und hat schon einen gewissen Ledertouch. Jetzt nehme ich mir noch einmal Tusk Gore Fur und bemale die wirklich prägnantesten Kanten der Lederelemente, um dort nochmal etwas mehr rauszuholen optisch. Auch einige der horizontalen Linien greife ich nochmal auf
um da einfach nochmal das extra rauszuholen, was ich mir bei diesen Alarus-Terminatoren oder Alarus-Custodians vom Modell erwarte. Somit ist das Leder abgeschlossen und ich kann damit beginnen, den Mantel zu bemalen. Der Mantel wird nicht mit Dried Bark vorgemalt, sondern mit Vallejo Model Color 70589 Black Red, gemischt mit ein wenig Lamy in Medium, um auch einen vernünftigen Farbauftrag hinzubekommen. Ich beginne bei den höher gelegenen Falten und arbeite mich immer in die Vertiefungen hinein und arbeite auch mit zwei dünnen Schichten, Duncan lässt grüßen, um einen sehr weichen Akzent und auch einen weichen Farbverlauf hinzubekommen. Denn gerade bei Stoff ist es wichtig, dass es nicht zu scharfkantige Akzente, Kantenakzente gibt, da dieser Stoff sonst nicht natürlich aussieht. Und das versuche ich gerade hier bei dem Alarus Custodian, wo nicht wirklich viel Stoff dran ist, auch mal etwas auf die Spitze zu treiben. Der nächste Schritt, nachdem der komplette Mantel so bemalt ist, ist, wie gesagt, eine zweite dünne Schicht. Hierbei achte ich, dass ich bei dieser Schicht nicht alles bemale, was ich eben bemalt habe, sondern etwas von der ersten dünnen Schicht noch durchscheinen lasse, auch wenn es sich dabei teilweise nur um Millimeter handelt, um eben einen weichen Übergang zu erzeugen. Wenn ihr diesen Schritt mit so vielen Schichten am Mantel nicht machen wollt, reichen auch zwei oder drei Schichten verschiedener Farben und ein scharfer Kantenakzent. Nur seid euch gewiss, dann habt ihr mehr einen comicartigen Effekt auf dem Stoff. Als nächstes nehme ich ein wenig Lamy in Medium, Vallejo Model Color Black Red, gemischt zu gleichen Teilen in etwa mit Vallejo Game Color Scarlet Red, um den nächsten Farbton zu erzeugen. Ein Zwischenton zwischen diesen beiden Farben. Und wie ihr auf der Palette seht, passt der in etwa. Und auch hier werde ich wieder, genau wie eben, zwei dünne Schichten auftragen. Beginnend bei den höher liegenden Falten und in die tiefer liegenden Falten langsam hineingearbeitet. Die Kanten vom Stoffbruch sind natürlich hier ganz prägnant, wo die meiste Farbe drauf kommt. Und auch hier hinten sieht man, ich nehme mir die durch die Lampe erzeugte tatsächliche Lichtreflexionskante, arbeite mich einmal daran hinunter und dann links und rechts davon in den Stoff hinein. So sieht das Ergebnis nach einer Schicht aus. Und wie schon erwähnt, arbeite ich auch noch eine zweite Schicht auf, in der ich wieder etwas von den vorherigen Schichten durchscheinen lasse. Also immer etwas weniger Fläche mit der Farbe bedecke. Das hat zum Vorteil, dass die höher liegenden, helleren Farbschichten sich viel schneller auftragen lassen als die darunterliegenden, weil einfach weniger Fläche zu bemalen ist. Hierbei habe ich mir insgesamt für den Alarus Custodian beim Stoff ungefähr eine Stunde Zeit genommen, um es wirklich ein optimales Ergebnis zu erzeugen. Und der nächste Schritt hier ist jetzt Scarlet Red mit Lamihen Medium vermengt. Dann habe ich nämlich einmal das Black Red, einmal das Black Red Scarlet Red als Misch, als Zwischenton und einmal reines Scarlet Red für den nächsten Akzent wieder in zwei dünnen Schichten von der höchsten Kante in die niedrigste oder dunkelste Falte langsam reingearbeitet und immer etwas von den darunterliegenden Farben durchscheinen gelassen. Nachdem die erste Schicht aufgetragen ist, sieht das Modell so aus und auch vom Scarlet Red gibt es noch eine zweite Schicht, um auch ein brillantes Farbergebnis zu erzeugen. Nach der Schicht mit Scarlet Red bin ich eigentlich mit dem Rot zufrieden. Und es geht nur noch darum, einige Akzente hineinzuziehen, wo das etwas heller ist. Und deshalb nutze ich jetzt erstmal, um den Akzent langsam aufzubauen, Corn Red. Das erstmal so wirkt, als wäre es genau derselbe Farbton wie Scarlet Red. Aber hier ein
einen ganz, ganz minimalen Akzent noch erschafft. Da dieser Farbton Corn Red aber so nah am Scarlet Red dran ist, trage ich davon nur eine dünne Schicht auf, da eine zweite das Farbergebnis so minimal nur verändern würde, dass es sich für mich diese Arbeit nicht lohnt. In den bestehenden Mix aus Corn Red und Scarlet Red mische ich jetzt hier einmal für mich ein bisschen Ushabti Bone hinein, um zu gucken, ob die Farbe so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Diese wirkt aber dann ein wenig zu rosa und deshalb entscheide ich mich direkt, hier Wild Rider Red einzumischen, um leicht ins Orange zu gehen. Wichtig dabei ist zu erwähnen, Weiß gibt bei Rot immer rosa oder pink und sieht gegebenenfalls, wenn der Stoff wirklich rot sein soll, blöd aus. Auf Rüstung ist es was anderes, da gehen solche Akzente. Bei solchen Stoffen würde ich euch immer empfehlen, über Gelb und Orange hochzugehen. Und auch das mache ich hier wieder mit, Duncan lässt grüßen, zwei dünnen Schichten, gemischt aus ungefähr einem Teil Scarlet Red, einem Teil Corn Red und einem Teil Wild Rider Red. Diese Schicht recht schnell getrocknet ist, seht ihr hier, lege ich direkt los an einigen Stellen noch weitere Wild Rider Red Misch aufzutragen. Und nun füge ich noch ein wenig Troll Slayer Orange hier hinzu, um das Ganze noch etwas aufzuhellen und nahezu finale Akzente hinzuzufügen. Auch hier wieder orientiert an der natürlichen Glanzkante, die sich da gebildet hat, wenn ich das Modell im Licht drehe. Und zum unteren Saum des Mantels wird es sowieso immer etwas heller, deshalb auch da ein Akzent gesetzt. Und noch ein wenig mehr Troll Slayer Orange in die Farbe, um noch wirklich das letzte Akzent, den letzten Akzent zu erzeugen. Und da das Mischverhältnis jetzt mehr Farbe ist, mische ich hier auch etwas Lamieren Medium wieder bei, um die Konsistenz für meine Zwecke passend zu halten. Jetzt fokussiere ich mich mit den Akzenten wirklich mehr auf die höher gelegenen Passagen. Deshalb ist es wichtig, dass die Konsistenz recht flüssig ist, um auch leichte Übergänge oder die Übergänge leichter zu schaffen und das Malen der Übergänge zu vereinfachen. Nun nehme ich mir etwas Troll Slayer Orange und mische dies mit Lamieren Medium, um mit dieser sehr dünnen Farbe die obersten Kanten des Stoffbruchs noch einmal zu akzentuieren und auch auf dieser oberen Falte etwas davon einzubringen und nach unten mit dem Finger auszublenden, indem ich einfach mit dem Finger die Farbe dann wieder wegnehme und ein paar ganz minimale Kantenakzente so hineinzuziehen. Auch diese sind hauptsächlich am Stoffbruch, am Saum vorne und auch am unteren Saum, am unteren Ende des Mantels zu finden. Und damit ist der Mantel soweit fertig, wie ich ihn haben möchte. Nun könntet ihr euch noch überlegen, auch weiße Verzierungen aufzufügen. Dies mache ich gegebenenfalls, wenn das Modell komplett fertig ist. Bei den Augenlinsen des Helms nehme ich mir zunächst Corn Red und gehe von der inneren Kante, dem inneren Augenwinkel nach außen, lasse etwas von dem geschädelten Corn Red stehen, führe diesen Schritt nochmal mit Mephiston Red durch, mit Wild Rider Red, mit Troll Slayer Orange und lasse immer etwas von der Farbe davor noch zu sehen. Setze in den vordersten Augenwinkel einen Punkt Avaland Sunset und in den hintersten Augenwinkel, nachdem ich diesen kleinen Übermaler da versäubert habe und mit Reikland Flash Shade nochmal ein bisschen getrickst habe,
In den hinteren Winkel des Auges einen kleinen Punkt mit Palette Witch Flash, einen Glanzpunkt auf die Linse. Nachdem der Helm somit auch fertig ist, kümmere ich mich um die anderen roten Elemente am Modell. Das ist zum Beispiel hier dieser Federbusch, Helmbusch, den das Modell hat. Der soll einen anderen Rotton haben als der Mantel und auch ein wenig prägnanter Rot, nicht so sehr weich. Und deshalb nutze ich hier als erstes Corn Red. Das habe ich erst übergezogen über die Flächen, als würde ich trockenbürsten, um zu schauen, wo sind die Highlight-Passagen, und danach mit Corn Red nachgemalt. Den Schritt wiederhole ich etwas weniger stark mit Mephiston Red, wie ihr hier seht. Und nun nehme ich mir Wild Rider Red und bürste dieses leicht auf diesen Federbusch auf. Und wiederhole diesen Schritt nochmal an den höher liegenden Passagen mit Troll Slayer Orange. Wenn euch der Federbusch jetzt so gefällt, lasst ihn so. Mir ist er jetzt etwas zu hell geworden und deshalb lasiere ich ihn mit Reikland Flash Shade über, um die Farben ein wenig ineinander zu verbinden und das Ergebnis etwas abzudunkeln. Nun sind die Kordeln dran, die, wie wir nochmal uns ins Gewissen rufen, nicht geschadet waren. Dennoch bemale ich sie noch einmal mit Celestra Grey über, um gegebenenfalls Farbbabscher übergemalte Stellen zu reparieren. Akzentuiere diese Kordeln mit Ulthuan Grey, das trotz seines Blaustichs hier ein schönes, reines Weiß darstellt im Farbkontrast zum roten Mantel. Und achte darauf, dass etwas in den Vertiefungen vom Celestra Grey noch zu sehen ist. Den nächsten Schritt an den Kordeln stellt White Scar dar, ein reines Weiß für die höchsten Akzente. Und hier könnt ihr euch einfach an die schon gegossene Struktur dieser Kordeln und dieser Quaste unten orientieren, da diese Elemente tatsächlich schön sauber ausgegossen sind und eine Freude sind zu bemalen. Als nächstes kommen die ganzen kleinen Metallelemente daran, die ich einmal mit LED Belcher nochmal nachgrundiere, auch an der Waffe, und wiederhole diesen Schritt ganz klassisch an dem Akzent mit Runefang Steel. Mit Runefang Steel bemale ich auch noch gezielt einige wenige Kanten der Rüstung, um dann wirklich einen sehr prägnanten Glanzleuchteffekt zu erstellen. Die kleinen Nieten auf den Lederelementen und auch an der Waffe alle silbernen Elemente. Ich nehme hier nochmal Reikland Flash Shade, um einige Elemente der goldenen Rüstung nochmal zu lasieren und da nochmal ein wenig mehr Rotstich hineinzubekommen, um eventuell die etwas zu starken silbernen Highlights auszugleichen. Und nehme mir nun Abaddon Black, um die Gehäuse und den Schaft der Waffe nochmal nachzumalen. Und nun mit Ashen Grey, gefolgt von Dawnstone, die Kanten dieser Elemente zu akzentuieren. Wichtig ist hierbei, dass die Akzente in Grau nicht zu dick sind, denn sonst sehen die Gehäuse und die Waffe wie dunkelgraue Gerätschaften aus und nicht wie schwarze mit grauen Kantenakzenten. Das sehe ich sehr viel in sozialen Medien, deshalb hier nochmal drauf verwiesen, vorsichtig mit grauen Akzenten bei schwarzen Elementen umgehen. Die Edelsteine werden nun mit Cantor Blue bemalt, der rechte untere Winkel, wenn man so will, von einem Edelstein oder einem jeden Edelstein wird mit Cantor Blue bemalt, um diesen Juwelenglanzeffekt herauszubekommen. Diese Farbe wird danach gefolgt von Ally Tok Blue, wo auch wieder eher auf den runden, unten rechten Winkel geachtet wird, nur dass man auch etwas von dem vorher gemalten Cantor Blue wieder sieht. Als nächstes wird Fenrisian Grey aufgeschichtet, gefolgt von einer ganz kleinen Linie Ulthuan Grey, die eigentlich sich an dem, was ihr jetzt mit Fenrisian Grey aufmalt, orientiert und den untersten, hellsten Glanzpunkt darstellen soll. Also, alles mit Fenrisian Grey fertig, kommt der kleine Strich Ulthuan Grey auf die Edelsteine. Ihr seht, es ist ein minimaler Edelstein, der nie weiter als bis zur Mitte des Edelsteins hochgehen sollte. Wenn ihr nochmal ein genaues
Edelstein-Tutorial haben wollt, dann schreibt dies doch bitte in die Kommentarsektion, dann kann ich das für euch nochmal aufnehmen. Als nächstes kommt in die linke obere Ecke eines jeden Edelsteins noch ein Punkt mit Pellet Witch Flash, der Glanzpunkt des Edelsteins. Und warum Pellet Witch Flash? Weil dieses nicht so prägnant ist wie White Scar und natürlicher aussieht auf Edelsteinen. Zumindest meine Meinung, Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Danach sind die Edelsteine fertig und wir haben nicht mehr viel zu tun. Ich habe den Helm eingebaut und festgestellt, dass es ein ziemliches Gefrickel ist, wenn man den vorher nicht ins Modell eingebracht hat. Und kann euch nur empfehlen, damit Ruhe ranzugehen und das Modell nicht aus Versehen kaputt zu machen. Jetzt nutze ich für die Energieaxt einmal Sotek Green 50-50 gemischt mit Lamihan Medium in mehreren Schichten, um dort einen relativ sanften Übergang zu dem vorher aufgemalten Kantor Blue zu erzeugen. Und da mir jetzt leider zu Hause Temple Guard Blue fehlt, mische ich einmal Cimmerid Green ein, um eine Farbe zu erzeugen, die ungefähr den Ton von Temple Guard Blue hat. Diese schichte ich auch wieder in mehreren dünnen Schichten auf, um den weichen Übergang nochmal aufzugreifen und zur Kante der Axt vorne heller zu werden. Dies wird gefolgt von einer Schicht Drucken of Nightshade, auch wieder um die beiden Farbtöne etwas zu verbinden und abzudunkeln. Nun gefolgt durch den vorher erstellten Ton, das Temple Guard Blue Lookalike als Kantenakzent, nochmal aufgegriffen, ein Kantenakzent mit Ulthuan Grey, dort wo sich Kanten treffen und wo die Energie am gebündelsten ist, und nochmal etwas heller, wirklich an einzelnen Punkten mit White Scar. Danach sieht das Modell so aus und ist prinzipiell fertig für den Transfer auf sein Base. Dafür habe ich hier ein 40mm Rundbase von der Sektor Imperialis Box genommen, schneide den auf den Base nur mit zwei kleinen Klebepunkten aufgeklebten Custodes ab, versäubere etwas die Klebestellen. Was ihr unten grau seht, was nicht bemalt ist, wird man hinterher sowieso nicht erkennen. Probiere etwas herum, wie der wohl am besten auf der Base steht und kratze nun von dem Base an der Stelle ein bisschen die Farbe ab, um wirklich das blanke Plastik zu bekommen, damit dort die Klebeverbindung besser ist. Nehme mir Army Painter Superglue ein bisschen auf die Füße für den ersten festen Kontakt. Klebe das Modell fest, lasse dies einen Moment stehen. Gehe dann in die Vertiefung noch mit ein wenig Plastikkleber, um den Kontakt wirklich zu verschmelzen. Dann wird ein wenig matt lackiert und zum Schluss noch die Edelsteine und die Augenlinsen des Modells mit Art Coat benetzt, um nochmal einen zusätzlichen Glanzeffekt zu erzeugen. Im Anschluss könnt ihr euch noch entscheiden, ob ihr eventuell irgendwelche Borten oder Verzierungen auf den Mantel aufmalt, in Weiß, Blitzsymbole oder ähnliches. Für mich reicht das an dieser Stelle und ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, bald ein paar weitere Alarus Custodians von euch zu sehen.